Hallo und herzlich willkommen zu den 13 Wünschen für das neue Jahr. Ich bin Cornelia Helga-Schulze und jetzt gehen wir direkt an den ersten Wunsch für diese besondere Zeit zwischen der Wintersonnenwende und dem Dreikönigstag. Also, du hast deine 13 Wünsche vorbereitet, ich auch. Und ziehst jetzt einen aus deinem besonderen Aufbewahrungsort. Na? Da. Dann. Wenn wir jetzt die Energie von dir und diesem Wunsch noch etwas verstärken. Und wir fangen mal ganz traditionell an. Indem du die Augen schließt und deine Hände darüber hältst, kurz. Und ich mache, wenn wir fertig sind, ein Geräusch mit einem Glöckchen. Also brauchst du nicht die Augen aufmachen in der Zwischenzeit, sondern kannst dich ganz in Ruhe konzentrieren und wirst das Ende nicht verpassen. Also, du hältst deine Hände über deinen Wunsch. Und versuchst kurz mit der Energie davon in Kontakt zu treten. Und dann zu deine Hände seitlich, sozusagen um diesen Wunschzettel herum, als wäre das eine Kugel, die du umfasst. Und jetzt konzentrierst du dich kurz auf diese Kugel, spürst ein bisschen hinein. Möglicherweise spürst du, dass die Energie sogar größer wird, während du dich konzentrierst. Dann darfst du gerne deine Hände so weit in der Platzierung verändern, wie das der Größe dann entspricht. Und jetzt hebst du diese Kugel ein bisschen an. Und führst dann deine Hände mit der Kugel dazwischen zu deinem Herzen, deinem Herzchakra, also Richtung Brustbein. Ganz langsam, ganz vorsichtig, kostbare Fracht. Und lässt letztendlich dein Herzchakra mit dieser Kugel verschmelzen. Dann faltest du deine Hände in die Dankbarkeitshaltung, öffnest langsam deine Augen. Und sagst dreimal Danke, Danke, Danke. Und alles, was du jetzt noch tun musst für heute, ist, diesen Wunschzettel jetzt zu transformieren. Du kannst ihn verbrennen oder irgendwie anders in einen anderen Aggregatzustand versetzen. Und das war die erste Wunschverstärkung für diese Phase der magischen Nächte in 2020. Ich bin Cornelia und wir sehen uns morgen. Dann machen wir ein anderes verstärkendes Ritual. Tschüss!